Ja, hallo, liebe Cinema-Freunde. So, herzlich willkommen zum ersten Teil von der Serie Ich hab Cinema, was nun? Um das geht's hier, Cinema 4D, das 3D-Programm von Maxon. Wie schon mal angedeutet, benutze ich dieses Programm schon seit vielen Jahren und habe schon einige Projekte damit abgeschlossen. Teil 1, um was geht's? Wir werden hier einige Punkte durchgehen, zum Beispiel das User Interface, die Benutzeroberfläche. Wenn man Cinema das erste Mal startet, sieht das so aus. Da kann man sich schon ein bisschen überwältigt fühlen. Was kann man hier alles machen? Was sind das alles für Zeichen hier, für Icons auf der Seite? Oben hier die Leiste. Was hat das alles ein bisschen zu bedeuten? Ich gehe nicht auf jeden einzelnen Punkt ein. Dafür werden einzelne Videos dann rauskommen. In diesem Teil wollen wir einfach mal zeigen, wie man das Interface, die Benutzeroberfläche einstellt. Mit der Zeit bekommt man so ein eigenes Workflow und man möchte und man kann es sich dann so einrichten, wie es einem dann auch gefällt. Ja, wir fangen mal an. Was ist möglich, wenn man hier zum Beispiel so an den Rand geht, sieht man, dass der Pfeil sich in zwei Pfeile verändert. Durch gedrückte linke Maustaste kann man sich das so hin und her ziehen, wie das einem gerade so gefällt. Möchte man es lieber so haben oder auch so. Und das funktioniert eigentlich bei jedem beliebigen Fenster. Ist das möglich, sei es hier. Oder auch zum Beispiel hier, alles ist möglich. Ihr könnt das so einrichten, wie es für euch am besten geht. Ganz genau. Zuerst einmal das, dann können wir zum Beispiel, sehen Sie hier links, das ist die Zentralperspektive, das ist die allererste Perspektive. Also hier wird die Hauptarbeit geschehen, auch das Hauptbild wird hier zu sehen sein. Eure Objekte, eure Grundobjekte, eure Modelings werden hier in diesem Zentrum hier angezeigt. Sie sehen auch hier bereits die Achsen. Sie werden hier in drei verschiedenen Farben angezeigt. Sei es einmal rot, blau und grün, die Z-Achse. Ganz genau. Das ist jetzt zentral, genau in der Mitte dieser Zentralperspektive. Es gibt verschiedene Perspektiven, die man anwählen kann. Also das kann wichtig sein, zum Beispiel für Modelings, wenn man eine Frontalperspektive haben möchte oder zum Beispiel eine seitliche Perspektive haben möchte, ist das hier auch alles möglich. Ihr seht hier oben rechts, da ich mit der Maus drauf zeige, seht ihr da vier verschiedene Icons. Eins davon, dieses rechts außen. Durch Anklicken sieht man, das ist schon was getan. Da sehen wir die Hauptperspektive, die Zentralperspektive, die Obenperspektive von vorne und von rechts. Dies könnt ihr aber auch beliebig ändern. Zum Beispiel hier bei Ansicht. Nein, Kameras, Entschuldigung, hier bei Unterkameras. Könnt ihr zum Beispiel auch von links sehen. Die Perspektive von vorne, von unten. Also ihr könnt das euch selbst so einrichten, wie euch das am liebsten gefällt. Ganz genau. Ja, ich glaube, das war so. So, glaube ich, war das Original. Zurück kann man auch wieder mit der gleichen Taste. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man hier klickt, dann wird dieses Fenster groß, also links, kann man wieder zurück, rechts, so kann man es auch wieder groß machen, da zurück und so weiter. Aber wir wollen jetzt wieder in die Zentralperspektive gehen. So, ihr könnt auch wählen, welches von diesen Fenstern als Render-Voreinstellung gebrauchen werden kann.
wenn ihr zum Beispiel hier ein Objekt habt, ich mache mal eins zum Beispiel, hier so ein Würfel. Ich werde dann in einem anderen Video erklären, wie man die editiert. In diesem Video geht es wirklich mal nur um die Einstellungen. Ganz genau, jetzt könnt ihr sagen, ja, ich möchte diese als Renderansicht nutzen. Das heißt, wenn ihr das anklickt, wird auch dieses Fenster, diese Ansicht als Renderansicht genommen. Ganz genau. Würdet ihr eine andere nehmen, zum Beispiel die von rechts. Ich möchte die von rechts als Renderfenster haben. Das könnt ihr dann auch hier benutzen, als Renderansicht nutzen und dann wird rechts als die Renderansicht genommen. Egal in welchem Fenster ihr seid, zum Beispiel seid ihr hier in der Zentralperspektive und wollt rendern. Hat jetzt nicht so, das ist für dieses Rendern gedacht, genau so. Unter dem Bildmanager, zu dem kommen wir dann auch noch in einem anderen Video. Aber jetzt wollt ihr wieder die Zentralperspektive haben, als Renderansicht, einfach hier wieder anwählen, klicken und dann ist auch wieder diese richtige Einstellung da, so wie ihr das auch haben möchtet. Ganz genau. Ihr seht verschiedene Fenster hier. Jetzt habe ich mal die Bearbeitungsfenster ein bisschen so erklärt. Dieses Fenster hier, das ist der Dateimanager, sagt man. Oder Objektmanager. Das Objektmanager-Fenster ist hier. Das heißt, jedes Objekt, das ihr zum Beispiel da rein tut, sei es eine Fläche zum Beispiel, Entschuldigung, werden hier aufgelistet. Das ist alles hierarchisch aufgelistet und ein Großteil der Arbeit findet in diesem Bereich statt. Also in diesem Objektmanager. Die könnt ihr auch durch gedrücktes halten, nach unten ziehen. Vielleicht kennt ihr das ein bisschen von Photoshop, so die Hierarchie darüber oder auch darunter herzustellen. Durch Doppelklick drauf ist es möglich, einen Namen zu geben. So, macht das. Das macht Sinn. Wenn ihr dann viele Objekte habt, ein großes Projekt zum Beispiel, wo viele einzelne Objekte sind, das kann um die 100 werden, also wenn nicht mehr, macht es natürlich sehr Sinn, diese stetig, zum Beispiel da auch, Boden zum Beispiel, als Renderansicht, als Boden zum Sehen, um was es eigentlich ist, für was es die Verwendung hat. Ganz genau. Dieser könnt ihr dann einfach anwählen, durch die Delete-Taste könnt ihr diese dann auch einfach wieder entfernen. Okay, das ist der Objektmanager. Hier sind die Objekte, da geht dann auch ein bisschen mal genauer drauf ein. Zum Beispiel kann man einen Ring nehmen. So. Und wenn man den jetzt anwählt, wählt man den an, ist das hier das Eigenschaftenfenster. Hier seht ihr, was ist mit diesem Objekt, mit diesem Grundobjekt alles möglich. Da gibt es ganz viele verschiedene Einstellungen. Hier könnt ihr noch einmal Koordinaten vornehmen. Die Position und so weiter und die Größe und die Segmente können hier alles eingestellt werden. Zum Beispiel auch Objekt, Radius innen, wie ihr seht, hat sie ja rechts zwei kleine Pfeiler. Durch gedrückte linke Maustaste kann man auch mit der Maus rauf und runter gehen, um dieses Objekt dann auf die gewünschte Größe zu erweitern. Alles skalierbar, alles editierbar durch Parameter. Auf diese Seite. Diese Punkte da auf der Seite hat was mit Animation zu tun, aber darauf werde ich dann auch später in einem anderen Video sicherlich eingehen. Segmente, das tut zeigen, wie ist dieses Objekt unterteilt. Jetzt sieht man es nicht, das hat mit der Darstellung zu tun. Hier kann man unter der Zentralperspektive die Darstellung des Objekts ändern. Standardmäßig ist Gouraud Shading eingestellt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es gibt aber noch andere, zum Beispiel, wo man auch die Linien sieht. So, jetzt sieht man, wie dieser Ring hier unterteilt ist. Diese Segmente-Ring, wenn ich die jetzt reduziere, sehen wir schon, was passiert. Also es muss nicht ein Ring sein. Es ist auch möglich,
andere Formen hinzukriegen, alleine durch das Entfernen der Segmente. Und wenn wir einen perfekten Ring haben, erhöht man die Segmente. Aber man versucht eigentlich so wenig Polygone. Polygone sind diese Flächen hier, so wenig wie möglich zu verwenden. Ganz genau. Radius Rohr, das kann man aus verdicken oder ganz dünn machen, sei es ein Ring oder sonst was, kann man dann auch noch später ein Material darauf schmeißen, damit man jetzt auch sieht, was es eigentlich sein soll. Segmente Rohr, da sieht man auch, was da geschieht, auch ein bisschen weniger. Schon ganz, ganz coole Sachen. Schon alleine durch diese Einstellungen möglich. Einen Ausschnitt ist auch möglich. Nur die Hälfte. Das kann man natürlich dann von 0, das ist hier 0, bis hier um 180. Wenn ich das natürlich erhöhe, schließt sich der Kreis. Oder auch weniger. So. Das ist jetzt der Objekteigenschaftfenster. Jedes Objekt hat seine eigene Einstellung. Zum Beispiel der Würfel, der hat was ganz anderes. Durch Delete wieder entfernen. Der Würfel ist möglich und hat auch andere, also ist möglich, andere Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel Rundungen. Durch alleiniges Anklicken sieht man schon, was geschieht. Hier entstehen drei neue Anfasser. Zum Beispiel durch das gedrückt halten der linken Maustaste könnt ihr das so auch beliebig verschieben, um die gewünschte gebrochene Kante herzukriegen. Sei das eine ganz harte Kante oder lieber eine weiche Kante. Dies ist durch Rundung, Größe auch hier parametrisch einstellbar. Und jedes Objekt, jedes Grundobjekt hat seine eigenen Einstellungen. Ganz genau. Das nächste Fenster ist das Materialfenster. Das ist hier unten. Hier sehen Sie den Materialeditor. Also die Materialien, jetzt ist noch keins hier, aber man kann hier durch Erzeugen draufklicken, ein neues Material erstellen oder durch Ctrl-N. Hier auf der rechten Seite seht ihr immer die Tastenkürze, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. So, kann man zum Beispiel ein neues Material erstellen. Hier wird es gleich auch noch im Eigenschaftenfenster nochmals angezeigt. Was sind denn alles für Eigenschaften unter diesem Material einstellbar und möglich? Durch Doppelklick auf dieses, das benutze ich so immer, geht ein Materialeditor-Fenster auf und hier können Sie schon sehen, was es für unzählige Möglichkeiten gibt. Aber auf dieses Materialeditor werde ich dann auch mal später ausführlich eingehen. Das ist sehr, sehr, sehr komplex, weil hier entscheidet man, ob etwas nach einem Metall aussieht oder Plastik, also Kunststoff oder Schonstoff oder sonst irgend solche Sachen. Ja, das ist einfach das Materialeditor. Das sind dann auch andere Sachen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber hier sehen Sie, können Sie verschiedene Materialien herstellen. Das können dann auch ganz viele werden, wenn Sie dann auch ein größeres Projekt haben. Sie können die Fenster auch überall rum positionieren, wo Sie möchten. Hier sehen Sie ein kleines Fensterchen, also so Punkte, die ein Gitter erzeugen. Durchgedrückte linke Maustaste können Sie das dann auch verschieben. Es wird so durch eine helle weiße Linie angezeigt, wo ihr das haben möchtet. So durchgehend sehen Sie. Oder nur daneben ein Fenster. Also es ist alles möglich und da können Sie das einfach so hinschieben. Zum Beispiel das Objekt möchte ich lieber hier haben, die Datei lieber hier und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann alles selbst herausfinden. Ganz genau. So, gehen wir wieder auf die normale. Das erkläre ich dann auch, was ich jetzt gerade getan habe. Dann die Icons, genau, das ist der nächste Punkt. Jetzt habe ich mal die... Ah ja, nein, zuerst noch etwas, ich schließe das ab noch mit dem Fenster. Habt ihr das alles gemacht, könnt ihr das Ganze dann auch unter Fenster dann anpassen und als
Startlayout speichern. Das heißt, wenn Sie dann Cinema das nächste Mal starten, lädt es genauso, wie ihr das jetzt abgespeichert und eingestellt habt. Ganz genau. Darunter gibt es aber noch bei Anpassen ein sehr wichtiges Fenster, und zwar Befehle anpassen. Wenn ihr das jetzt tut, geht da ein Fenster auf. Ich glaube, das war das falsche. Ich muss mal schauen. Entschuldigung, ich bin da nicht mehr so fit. Ich brauche das gar nicht so viel. Palette. Nein. Palette. Nein, jetzt habe ich mir das gleiche genommen. Palette anpassen. Genau, Palette anpassen. Das ist dann das Wichtige. Hier seht ihr, es wird dann alles so blau hinterlegt. Dann seid ihr im richtigen Fenster. In diesem Befehle anpassen findet ihr jeden Befehl, den es gibt im ganzen Cinema 4D Programm. Findet ihr hier. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel. Also wenn man da runter scrollt, da wird man wahnsinnig, das alles so zu suchen. Dafür hat uns Cinema, oder hat uns Maxon eine Suchfunktion hinterlegt. Zum Beispiel speichern alles. Hat sie nicht. Speichern. Ich mache das meistens. Braucht man öfters. Durchgedrückter Link mit der Maustaste, Drag and Drop, könnt ihr das dann an eine beliebige Stelle ziehen. So, ich schmeiß das meistens irgendwie dahin. Speichern als. Oder zum Beispiel auch neu. Wo ist das jetzt? Einfach neu. Da, neu. Erstellt neues Skript. Erstellt neues Projekt. Das nehme ich. Tue ich da auch rein. Das braucht man öfters. Man probiert rum. Gefällt einem nicht. Und da kann man hier einfach draufklicken. Und dieses, gleich hinsetzen. Es gibt tausende Befehle. Ihr könnt das x-beliebig wohin ziehen. Auch die bereits bestehenden könnt ihr einfach verschieben und an eure gewünschte Stelle tun, wo ihr das auch gerne haben möchtet. Man kann dann auch weitergehen, diese Dropdown-Menüs machen und so weiter. Aber ja, da werdet ihr schon selbst herausfinden, wie das geht. Das hat mit Icon-Separator zu tun. Da kann man hier so Lücken erstellen. Einfach auch drauf bleiben. Und so hin. Diese Lücke kann man dann auch später bearbeiten oder auch sonst wo hinstellen, um so Spalten, so Abstände hinzukriegen. Gruppenseparator kann ich auch mal tun. Das war das. Entschuldige. Der Icon ist einfach ein Abstand zwischen hier und der Gruppenseparator. Wie ihr seht, gibt es dann so kleine. Ihr könnt jetzt da weitere reinknallen. Ich mache da nur mal so ein Beispiel. Das war jetzt gerade nicht so gut. So, da rein und zum Beispiel auch da rein. Und dann wieder so ein Gruppenseparator hinzutun. Da könnt ihr so kleine Gruppen erstellen. Das ist ein sehr wichtiges Fenster. Befehle anpassen. Durch Doppelklick könnt ihr das einfach auch wieder rausnehmen. So, was auch immer. Ihr könnt jedes einzelne durch die Standard würde ich lassen am Anfang, damit ihr auch seht, welche brauche ich, welche nicht. So, dann könnt ihr das einfach schließen, das bleibt so, und dann könnt ihr das auch unter Fenster anpassen, als Startlayer speichern oder auch gleich speichern, damit ihr es auch später vielleicht wieder raufladen könnt. Layout speichern als, könnt ihr draufdrücken, Layout 1 oder so, und dann abspeichern. Und wenn ihr Cinema neu installiert, einfach diese Datei wieder nehmen, und dann sieht alles wieder so aus, wie es sein sollte. Gut, die Tabs speichern, ich habe das alles jetzt erklärt. Die Einstellungen sind möglich, die Icons, ich gehe da mal kurz ein bisschen rüber. Wie gesagt, das ist jetzt mal neu, einfach neu durch Anklicken. Hier ist das Live-Selektions-Modul, Tab sozusagen. Das ist einfach der Pfeil. Und jedes einzelne, wie ihr seht, jetzt hier im Attribute-Manager. Genau, so heißt das richtig. Attribute-Manager. Könnt ihr sehen, was da für Einstellmöglichkeiten alles gibt.
Ihr seht jetzt den weißen Kreis da um meine Maus. Diese könnt ihr, das ist die Fläche, wie ihr dann später die Polygone auswählt oder Kanten oder Punkte. Könnt ihr da auch verkleinern oder natürlich auch gegenteilig vergrößern, wenn ihr große Flächen auswählen wollt, um dann hier den einzelnen Polygon zu selektieren. Es gibt da noch verschiedene, aber da gehe ich auch später drauf ein. Das sind die Achsen. Zum Beispiel, wenn ich hier ein Modul, also ein Grundobjekt reinlade, sind hier die Achsen verschieben. Das heißt, ihr könnt jetzt nur dieses Objekt anhand der Achsen verschieben. Etwas anderes geht nicht. Keine Rotation, keine Skalierung geht nicht. Das ist das Skalieren Objekt. Hier könnt ihr die Objekte skalieren. Bei einem Würfel ist das immer synchron skaliert. Das bedeutet, egal welche Seite ihr nehmt, es wird immer gleichmäßig klein oder größer gemacht. Ist dann natürlich nicht bei allen Dingen so. Aber ich denke, ihr versteht schon, um was es da geht. Das ist Rotation. Wie man hier sieht, könnt ihr das Objekt dann einfach in Lust und Laune drehen. Durch gedrückte Shift-Taste könnt ihr auch immer so Zehnersprünge machen, um zum Beispiel exakt 90 Grad zu machen. Oder auch gegenseitig, zum Beispiel 180 Grad. Durch gedrückte Shift-Taste. Sehr wichtige Funktion, ganz coole Funktion. Kann sehr wichtig sein, um das Ganze auch ein bisschen zu beschleunigen. Genau. Hier ist noch einmal im Dropdown genau das gleiche, wo hier ist. So könnt ihr dann auch selbst immer wieder entscheiden. Hier sind die Achsen, die könnt ihr einzeln ausschalten. Zum Beispiel, wenn ich die Z-Achse ausschalte, dann geht das blau. Moment. Ja, hier könnt ihr einfach die Achsen ausschalten. Genau, hier ist das Rendermenü zum Rendern. Hier wird die aktuelle Ansicht gerendert. Hatten wir schon mal einmal gemacht. Sieht natürlich jetzt fade aus, aber das kommt dann alles noch. Hier ist der Objekt Bild Manager. Das ist ein sehr wichtiges Tool, gibt es noch nicht allzu lange. Das heißt, ihr könnt das separat ein Bild ausrechnen lassen und dann trotzdem weiterarbeiten. Ja, das ist eine tolle Funktion. Außerdem sind hier zum Beispiel Filter aktivieren. Hier könnt ihr noch dann einige Einstellungen vornehmen, um das finale Bild noch ein bisschen aufzupeppen. Erspart zum Teil noch Photoshop für die Nachbearbeitung. Könnt ihr das alles hier ein bisschen einstellen. Könnte ich mal durchkämpfen. Ich gehe jetzt eigentlich alles effektiv drauf rein. Ganz genau, der Bildmanager wird dann auch später mal erklärt. Gut, weiter geht's. Das sind die Render-Voreinstellungen. Hier können wir die Größe und so weiter, die Pixelart, wo abspeichern, als was abspeichern, als eine Bitmap, als eine JPEG oder als PNG. Alles ist möglich. Mittlerweile sind auch einige andere Dateien dazugekommen, andere Formate dazugekommen, um ganze Videos abzuspeichern. Jetzt auch MP4. Am Anfang gab es nur AVI. Und diese sind dann später auch dazugekommen, wurde aber auch langsam Zeit. Da werde ich jetzt aber nicht auch großartig darauf eingehen. Hier könnt ihr einfach Voreinstellungen treffen. Hier sind durch gedrückte Maustaste sind hier die Grundobjekte. Könnt ihr selbst auswählen. Genau, das sind die Splines, Spline-Stifte. Da gehe ich dann auch mal rein. Das sind Hilfezeichnungen und so weiter. Mit denen kann man unglaublich viel anstellen. Wirklich unglaublich viel als Grundformen verwenden, zum Beispiel Federn herzustellen mit einem Klick. Also das sollte dann später mal die Feder werden, aber das werde ich dann auch mal erklären. Die NURBS, die heißen, also früher hießen die so, NURBS, ich werde die weiterhin so nennen. Da gibt es verschiedene NURBS, was die alles können, werde ich mal auch in einem anderen Video zeigen, um mal kurz darauf einzugehen. So, um zu sehen, was dieses eigentlich tut. Was ist da eigentlich so genau möglich? Und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ein eigenes Thema auch für sich.
Genau, hier sind weitere ganz tolle Tools, Bools, um Löcher reinzumachen, Instanzen, zwei Objekte miteinander zu verbinden, Spline-Maske, verschiedene Splines als 1 zu verwenden, um ganz tolle Formen hinzukriegen, Metaballs, für Wasser nicht schlecht, Symmetrie und so weiter und so fort. Einige Sachen, diese sind neu, Volumenerzeuger und Volumenmacher, ganz neu, ganz tolle Geschichte, da werde ich auch mal drauf reingehen. Hier sind wir im Biegen und wie ihr seht, wenn ihr mit der Maus drauf bleibt, seht ihr eigentlich immer, was es ist. Dazu wird zum Teil auch die Tastenkürze gleich dazu angezeigt. Hier sind Deformer. Manche sind einige selbsterklärend, was die machen, ein Objekt soll schmelzen, man kann es verdrehen, biegen, da werde ich mal auch drauf eingehen. Das sind Szenenobjekte, sehr wichtig, Himmel, ein physikalischer Himmel, ein Boden herzustellen, der geht jetzt weiter als bis zum Horizont, also wenn man den speichert, sieht man, also speichert, rendert, ist ein unendlicher Boden. Nicht unbedingt gut für Außenszenen, okay, aber für Innenszenen übergeht das, finde ich das nicht so gut. Ganz viele verschiedene Kameras, Einstellungen auch möglich, Kamera, Zielkamera, das einem Objekt folgt, eine 3D, Stereokamera, das Ganze kann man auch 3D-Filme erzeugen, herstellen und so weiter und so fort. Das sind mal so die Icons, das ist ein Snapping-Icon. Oder das da, nein, das sind verschiedene Ansichten. Die Achse, wenn man da jetzt in den Achsenmodus geht, ja, hier kann man einstellen, ob man die Achsen sieht, also verschieben kann oder nicht. Wenn ich das aktiviert habe, kommt das Objekt mit. Wenn ich es nicht aktiviert habe, verschiebt sich nur die Achse. Irgendwie läuft das heute nicht so, wie ich mir das eigentlich... Ah, so, doch. Ist es aktiviert, kann man nur die Achse verschieben. Aber das Objekt bleibt an Ort und Stelle. Kann auch hilfreich sein, sehr sogar. Also vor allem, wenn man hier das Ganze zum Beispiel die Achse hier unten haben will. Da kann man den Würfel so springen lassen, so am Boden rollen lassen. Gut, ein Würfel, der rollt, geht ne eigentlich nicht, aber ich glaube, ich verstehe schon. Wie gesagt, ich werde viel detaillierter auf gewisse Sachen eingehen. Hier geht es ja wirklich mal nur um die Einstellungen und um so die Icons. Das ist Polygonauswahl, Kantenauswahl, Punkteauswahl. Das ist neu. Arbeitsebene-Modus verwenden. Keine Ahnung. Da geht es um die Textur. Das heißt, um ein Objekt, nur die Textur auf dem Objekt verändern zu können. Genau. Und hier ist der Modellbearbeitungsmodus. Ja. Das war's mit den Icons. Hier unten ist die Zeitleiste. Es sind jetzt momentan 100 Bilder. Das sind 4 Sekunden. Das sind immer 25 Frames. Das kann man auch überall einstellen, zum Beispiel 30 Frames. Aber für Filme reicht das völlig aus. Also 25 Frames ist momentan so eingestellt, das ist immer eine Sekunde. Also dann 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden. Das ist die Standardeinstellung. Hier können Sie natürlich auch 5000 Bilder machen, wenn Ihre Animation so lange werden möchte. Hier kann man dann auch einstellen, wie viele Bilder da angezeigt werden. Wenn man darauf geht, sieht man alle 5000. Oder ich möchte nur den letzten Bereich bearbeiten, kann man das hier selbst auch noch so einstellen. Ein Play-Knopf, ich denke, diese Knöpfe sind alle selbsterklärend, sollte allen klar sein. Hier sind Auto-Keying, das ist für Animationen wichtig, Keyframe-Selektion, brauche ich nicht unbedingt, das Ganze wird anders gemanagt. Hier sind noch einmal die Achsen, die auch hier oben sind, noch einmal ein bisschen detailliert aufgelistet. Ganz genau, ich glaube, hier sind die Frames. Kann man das ändern? Das ist in der Animation, auf wie viele Frames die Animation dargestellt wird. Manchmal ist die
wie soll ich sagen, die Animation, wenn sie viele Objekte beinhaltet, mag der PC nicht mehr nach. Außer ihr habt, weiß nicht was für eine Höllenmaschine, aber ich habe schon einen guten PC. Und hier kann man auch einstellen, wie viele Bilder da pro Sekunde gezeigt werden. Wenn man jetzt natürlich nur 10 Bilder nimmt, läuft das Ganze einiges flüssiger. Also man kann es besser erkennen. Cinema kann es besser abspielen. Hier ist noch einmal der Weltachsenmodus. Also hier können die Objekte, die da drin sind, werden hier genau angezeigt. Das ist die Position, die Weltposition. Das ist genau der Punkt hier. Also 000 ist exakt dieser Punkt. Würde ich jetzt den in der Y-Achse um 100 verschieben, so würde jetzt dieser Abstand zum Boden, diese 100 cm, ja, betragen. Man kann das dann auch im Programm Voreinstellung, das heißt hier, nein, Datei bearbeiten, sorry, Programm Voreinstellung. Hier könnt ihr noch einmal alles Mögliche ändern, sei es nicht Zentimeter, Meter, Millimeter, Fuß, Inch, Zoll, was auch immer. Hier sind jetzt Programmvoreinstellungen, kämpft euch mal durch. Hier kann man zum Beispiel den Speicher einstellen, das Herr, Interface, Deutsch, welche Sprache, man kann es auch hell machen, das helle Cinema, so wie früher, dunkel. Man kann die Farben auch selbst alles einstellen, jede einzelne Farbe. Ja. Aber da werde ich sicherlich bei den anderen Videos auch immer wieder ein bisschen drauf eingehen. Ist sehr komplex, aber seht euch mal an, ihr werdet das da selbst sicherlich auch durchkämpfen, um zu sehen, was sind denn hier alles für Möglichkeiten. Schemafarben ist vielleicht eben noch wichtig. Hier könnt ihr die ganzen Farben ändern. Ja, zum Beispiel hier unten sollte nicht grau sein, sondern blau und so weiter und so fort. Die Splines, ihr könnt alle Farbe selbst entscheiden, wie euer Cinema aussehen soll. Ihr könnt es pink machen, wenn ihr möchtet, wenn es dann euch auch so gefällt. Solltet ihr Hilfe brauchen, gibt es hier eine Hilfefunktion. Maxon erklärt über jedes einzelne Icon sehr gute Erklärungen. Das hat mir sehr geholfen. Es gibt Online-Kurse. Einfach die Hilfe anzeigen, da könnt ihr auch zum Beispiel biegen eingeben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, so wie ich das denke. Das scheint irgendwie nicht so ganz genau, und dann wird das Biegenmaterial, Biegeobjekt, Bieger erklärt, dieses da, was ihr hier findet, da unten, da habe ich es, biegen, könnt ihr das sehen, was es genau macht, was es tut, sehr hilfreich, ihr seht, um die Objekte dann auf die gewünschte Position zu verbiegen. Einfach das, die Suche ist genial, ist auch nicht immer so gewesen, einfach eingeben, was ihr möchtet, über irgendwas hier, egal was, jeden Befehl, alles ist drin, könnt ihr dann das auch nachlesen. Man kann auch Tabs erzeugen, das ist dann noch das letzte. Und zwar kann man hier einfach Rechtsklick auf das leere Feld, also hier auf dem Balken oben machen und zu Tab umwandeln. Was passiert jetzt? Mal sehen. Jetzt ist hier die Ansicht ein Tab geworden. Das ist sehr hilfreich, wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Bildmanager nicht als zweites Fenster haben möchtet, sondern in der Arbeitsfläche integriert. Dann nehmt ihr, sucht den, nicht den Objekt, Bildmanager, da haben wir ihn drauf. Wieder hier auf dieses Feld reingehen und neben den Tab setzen. So. Seht ihr? Dann kann ja einfach das Bild weiter gerendert werden, eure Einstellung machen und hier einfach wieder zurückgehen, um arbeiten zu können an eurem nächsten Projekt. ProRender ist ganz neu, ganz cool, werde ich dann auf eingehen und auf alle diese Balken hier oben. Jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein. Ja,
was es alles geht. Hier findet ihr jeden Befehl, erzeugen, ein Objekt. Hier seht ihr noch einmal die Grundobjekte, sogar einige mehr als hier aufgelistet sind, nicht alle. Werkzeuge, ganz genau, Meshes, Volumen, was das alles ist. Gut, Volumen ist auch ziemlich neu, dieser neu. Da werde ich dann auch mal drauf eingehen, das Snapping. Das heißt, wenn sich zwei Kanten nähern, rasten sie ein, um es ganz genau zu machen, simulieren. Sehr tolle Geschichte, Echtzeit-Animationen darzustellen, Gravitation und so weiter, Rendereinstellung, Sculpting, wie Knete. Ganz tolle Geschichte, was man da alles machen kann. Motion Tracker, da wird es ein cooles Video geben. MoGraph, sehr, sehr, sehr häufige Verwendung, auch für Texte. Dann kann man auch zum Beispiel einfach die Texte eingeben, oder? So. Zum Beispiel. Und dann seht ihr auch den Text hier. Dieser Fasser, den habe ich schon erklärt. Der erste Fasser verschiebt das Bild. Der zweite Fasser zoomt oder raus, rein raus, das Objekt. Und dieses, wie man schon sieht, rotiert. Das Ganze geht auch mit der Taste 1 gedrückt halten, 2 und die 3. So. Ich benutze auch die 4, aber auch die Tasten. Das ist dann euch selbst überlassen. So. Somit habe ich mal das Interface ein bisschen erklärt. Ihr werdet euch da... Das ist mal so eine Basis, mit der könnt ihr schon einiges anstellen, mit eurem User Interface. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch ergänzen könnte beim nächsten oder auf was ich da ein bisschen eingehen soll. Könnt ihr mir das gerne schreiben. Es wird einige Videos geben. Ich werde explizit auf viele einzelne eingehen. Ob es Workshops geben wird, weiß ich noch nicht wegen der Zeit. Ja, das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben und wir sehen uns beim nächsten Video Zocken mit Zodi, wo ein weiteres Objekt oder was auch immer erklärt werden wird. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen.